Herr Dietrich, Sie sind seit 1. Dezember Vorstand der DCM AG. Wie sind Sie zu DCM gekommen und was ist Ihre Motivation hinter der Amtsübernahme? Ich habe mich zu Mitte des letzten Jahres in der gleichen Situation befunden wie Sie auch, wie viele unserer Vertriebspartner auch, den Markt zu analysieren, sich genau zu überlegen, welches die wichtigen Punkte sind, um eine Zusammenarbeit auf ein gutes, langfristiges Fundament zu stellen. Und da habe ich in vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen sehen dürfen, dass sich bei der DCM hier ein reputationsmäßig einwandfreies und am Markt sehr gut aufgestelltes Unternehmen handelt. Insofern war ich mich mit den Verantwortlichen sehr schnell einig, dass wir hier einen guten Beginn haben, wenn wir zum 1.12. dieses Engagement anlaufen lassen. Mhm. Für diejenigen, die es nicht wissen, wie ist Ihr Background in der Branche? Wo kommen Sie her? Ich bin circa 20 Jahre in der Branche, habe damals begonnen zu BBVI-Zeiten. Diejenigen, die den Markt länger verfolgen werden, wissen, um was es geht. Mit einem ersten Leasingfonds Grand Vitesse, der TGW, der damals als Leasingfonds aufgelegt wurde, damals mit einem ungeheuren großen Eigenkapitalvolumen von 300.000 D-Mark. Und sind dann über 70 Flugzeugfinanzierungen nun also im Jahre 2010 nach wie vor in der Branche, nach wie vor glücklich in der Branche und zufrieden in der Branche zur DCM gekommen. Okay. Was sind Ihre Ziele als neuer Vorstand? Wo wollen Sie hin? Was wollen Sie insbesondere vielleicht auch anders machen als das DCM-Management, was ja jahrelang aktiv war? Es ist so, dass aus meinen Researches heraus, die ich gerade vorhin angeschnitten habe, in mir der Eindruck sich bestärkt hat, dass die DCM eine hervorragend aufgestellte Marke in Deutschland ist, im Bereich der seriösen, kompetenten und angesagten Initiatoren, dass ihr aber so ein wenig gefehlt hat, die Kompetenz nach außen treten zu können, die Verflechtung mit den handelnden Personen, die Kommunikation nach außen, ein gutes Produkt auch im Vertriebspartnerbereich öffentlich zu machen. Dies ist, denke ich mal, meine Hauptaufgabe. Daran werden wir arbeiten, dies nachzuholen. Mhm. Kommen wir ganz kurz mit einem Rückblick und einem Ausblick. Wie sieht es mit der Erstellung der Leistungsbilanz aus? Sehen Sie, tatsächlich ist es so, dass wir bei der Aufarbeitung gewisser Defizite aus der Vergangenheit Prioritäten setzen mussten. Und eine der Prioritäten, die ich persönlich auch setze, ist tatsächlich das von Ihnen angesprochene Thema. Wir müssen außerordentlich schnell daran arbeiten, eine Leistungsbilanz und ein Ergebnis öffentlich zu machen und es zur Kommentierung freizugeben. Dazu gehört selbstverständlich auch die Leistungsbilanz 2010. Wir werden jetzt, und fassen Sie das auch als ein versprechendes Argument auf, bis Ende März liefern. Die 2011er Leistungsbilanz werden wir in den entsprechenden dann Rahmenbedingungen termingerecht nachholen können. Und wie sieht das konkrete Platzierungsergebnis 2011 aus? Also was das konkrete Platzierungsergebnis für 2011 angeht, werden wir an die 50 Millionen herankommen. Es werden wohl 48 Millionen werden. Sind Sie zufrieden mit dem Vorjahr? Wir sind eigentlich, wenn wir aus dem Vertrieb kommen und seit langen Jahren in der Branche sind, erlauben Sie mir das zu sagen, nie richtig zufrieden. Denn wer zufrieden ist, lehnt sich zurück. Mhm. Und wer sich zurücklehnt, dem fehlt das Geschäft. Aber im Grunde genommen, nach den zwei doch sehr schweren Jahren und der Restrukturierung, die übrigens mein Vorstandskollege Dr. Autschbach hervorragend eigentlich umgesetzt hat, sind wir nun in einer Position, die ich als eine gute Ausgangslage bewerten möchte. Insofern zufrieden einerseits, wir wollen aber deutlich anknüpfen an die Zeiten vor diesen zwei, drei Krisenjahren. Wie sehen die Assetklassen der Zukunft der DCM AG aus? Wenn wir jetzt gesehen haben, wir haben in jüngster Vergangenheit noch ein relativ breites Portfolio von Produkten gehabt, die DCM angeboten hat. Was machen Sie in Zukunft? Sie sagen es, ein breites Portfolio kann und wird nicht mehr unser Hauptaugenmerk haben.
Wir wollen zurück zu unserer Kernkompetenz in der Hauptsache, die Immobilie, die wir ein Haus seit 25 Jahren am Markt hervorragend in der Expertise darstellen können. Wir wollen daneben aber auch unsere zweite Kernkompetenz, das sogenannte Aviation-Thema. Im Bereich Flugzeuge sind wir ja dort, das wissen Sie, seit 3-4 Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Nochmal ergänzen durch den Bereich der Triebwerk-Leasing-Fonds, mit denen wir in 2-3 Monaten an den Markt kommen werden. Zum Thema vertriebliche Aufstellung. Jetzt hat die DCM in der Vergangenheit gerne auch exklusiv mit größeren Banken Geschichten gemacht. Wie wollen Sie das in Zukunft angehen? Genauso oder gibt es da einen anderen Weg? Es ist tatsächlich so, dass ein Haus dieser Größenordnung angewiesen ist auch auf den breiten Vertrieb. Wir haben in der Vergangenheit bei der DCM festgestellt, dass wir sehr gut gefahren sind, wenn wir mit den großen Vertriebspartnern, gerade im Bankenbereich, Deutsche Bank, Commerzbank, unterwegs waren. Aber ich bin der Auffassung, es kann nicht schaden, den Vertrieb breiter aufzustellen. Das heißt also bundesweit auch die Sparkassen über die Landesbanken einzubinden, um damit also auch eine Effizienz im Markt zu finden, die dadurch möglicherweise in der Breite in der Vergangenheit nicht vorgefunden wurde. Das, denke ich mal, wird unser Hauptanliegen sein, in diesem Markt, in diesem prosperierenden Markt, in die Breite zu gehen, wird also die Hauptaufgabe sein. Jetzt, wir haben es vorhin in der Präsentation der Branchenzahlen gehört, das institutionelle Geschäft nimmt im Gesamtplatzierungsvolumen zu. Das private Geschäft wird etwas weniger. Viele Emissionshäuser sagen, institutionelles Geschäft, das ist sehr spannend, da würde ich gerne einen Zugangsweg finden. Ich denke mal, möglicherweise auch ein Haus ohne institutionellen Hintergrund wie das Ihre, für das ist das sicherlich auch besonders spannend. Wollen Sie diesen Weg mit Macht beschreiten und wenn ja, wie? Wir planen, diesen Weg zu gehen. Sie merken, wie ich behutsam hier diese Worte wähle. Wir planen heißt, dass wir im Moment noch keine endgültige Expertise in diesem Bereich vorhaben. Was wir in der Vergangenheit realisieren konnten, waren eher Teilansätze, die aber nicht ausreicht, um dieses wichtige Segment zu bedienen. Wir sind gerade dabei, in diesem Bereich behutsam personell aufzustocken, um, ich sag mal, im ersten Halbjahr 2012 soweit zu sein, auch diesen wichtigen Part nach wie vor zu bedienen. Wir werden also dort ab 1. Juli 2012 aktiv werden. Herr Dietrich, vielen Dank für das Gespräch.